Don't forget the pitching. Ja, don't forget to pitch. Ja, vergiss nicht zu pitchen. Ganz, ganz wichtig. Und ich sehe das immer wieder in Gesprächen, die ich habe, wo es um den Verkauf von Enterprise-Lösungen geht. Was sind Enterprise-Lösungen? Enterprise-Lösungen sind sowas wie ja, Adobe, Oracle, Salesforce für, sagen wir mal, wo der Proof of Concept schon alleine 300.000 bis 500.000 Euro wert ist als Kundenwert. Und dann insgesamt das ganze Projekt wahrscheinlich so, sagen wir mal, im Zeitraum von 9 bis 12 Monaten ist wahrscheinlich so 1,5 Millionen wert im Durchschnitt, manchmal auch knapp über 2 Millionen Euro. Ja, Kunden sind meistens dann so, sagen wir mal, um die 500 Millionen Euro aufwärts, manchmal auch knapp drunter. Das hängt immer natürlich vom Einzelfall ein bisschen ab, welchen Use Cases dort gegeben sind. Manchmal sind es einfach traditionelle B2B E-Shops. Was ist ein B2B E-Shop? Ist oft gar nicht sowas wie so ein richtiger Shop, sondern eher sowas wie so ein Kundenportal, weil halt viele Produkte sehr erklärungsbedürftig sind, sehr komplex, sehr groß und gar nicht über einen E-Shop dann komplett verkauft werden, sondern nur die Einzelteile oder letztendlich nur ein integrierter After-Sales-Shop. Und einfach ansonsten sehr viele Services drin verwickelt sind, Preis, Bestellungen. Letztendlich ein ganzes Paket einfach an Services und das eben digitalisiert einen Kunden oder einen Zulieferer oder einen Händler, einen Großhändler, einen Mittelhändler in dreistufigen Vertriebsmodellen und so weiter. Das Ganze halt zur Verfügung zu stellen. Das ist immer noch, viele Unternehmen sind immer noch gerade am Arbeiten. Ich denke mal, dass es auch noch 3, 5, 6, 7, 10, vielleicht 10 Jahre dauern wird, bis alle sowas haben in Deutschland. Und daher ist letztendlich, sagen wir mal, der Sales-Zyklus von ersten Tag bis zur Umsetzung ja schon über ein Jahr meistens dauert. Ne? Also ja, und da waren wir quasi schon so weit, dass wir schon den zweiten Call hatten, im zweiten Call schon NDA ausgetauscht wurde und dann letztendlich auch eine so Art Ideensammlung lag uns schon vor. Man könnte nicht sagen, Lastenheft, Pflichtenheft, das wäre zu viel gesagt, aber halt so ein Brainstorm, Ideensammlung ist ein sehr gutes Wort, so mehrere DIN A4 Seiten, wo halt einfach schon was draufsteht, was man sich so an Anforderungen eben vorstellt, aber noch nicht konkret. Nicht nur, ja, sagen wir, relativ unkonkret noch, ja. Und der Status quo ist häufig so bei diesen Kunden, die dann sich einen Dienstleister zuwenden oder beziehungsweise ein offenes Ohr haben für ein Dienstleistergespräch, wo wir dann letztendlich auch das als Sales Opportunity dann aufnehmen und sind dann meistens in so einem Status, dass sie letztendlich eine grobe Idee haben, eine grobe Idee, ganz wichtig, von dem, was sie eigentlich wollen, wo sie eigentlich hinwollen und suchen da in dem Zusammenhang eben auch einen Dienstleister, einen Experten, der sie sowohl als auch konzeptionell strategisch unterstützt, ja, also quasi in der Ideensammlung, in der Ideenfindung noch festigt, ja. Es hat einen ganz normalen Hintergrund, dass er so eine Firma, so ein mittelständisches, produzierendes oder Handel, Gewerbe oder sowas, ja. Ja, letztendlich so ein Kundenportal nur einmal in ihrem Unternehmenslebenszyklus ein einziges Mal einführen und dann halt wahrscheinlich immer wieder weiter pflegen. Aber so ein Dienstleister führt ja solche Kundenportale und Geschichten dergleichen on a daily basis ein. Das heißt, hier ist eine Akkumulation von Erfahrungs-Know-how und allem Möglichen, ja. Und davon profitiert ja das Industrieunternehmen. Und das ist ja sozusagen die Daseinsberechtigung, ja, dieser Dienstleister, die wir hier sehr gut unterstützen können. Das heißt, grundsätzlich ist ja einer der vielen Gründe, warum dann letztendlich so ein Industrieunternehmen sagt, ja, wir müssen es natürlich, wir können sowas nur machen mit einem Dienstleister, ist ja, dass sie auch erwarten, dass dieser Dienstleister sie an der Hand nimmt und sie auch führt und sie auch berät und dann auch in der Implementierung eben entsprechend da was Vernünftiges hinstellt. Und in diesem Zusammenhang hatten wir eben auch den zweiten Call und dann haben wir alles gesprochen, alles super und so ein richtig guter Call. Und dann ging es so gegen die letzte Viertelstunde. Der Call war insgesamt 60 Minuten
Und die letzte Viertelstunde, wo ich mir langsam gesagt habe, so, da war auch eine Sprechpause, wir waren mit den ganzen Details und die wichtigsten Dinge waren durch abgesprochen. Ich habe mir gedacht, okay, so die letzten 10 bis 15 Minuten ist so die Phase, wo dann auch irgendwann mal der Pitch kommen muss. Ja, der Pitch. Ja, und zwar vom Dienstleister logischerweise und nicht vom Kunden. Ja. Und dann war irgendwann mal so eine Sprechpause, weil wir mehr oder weniger mit allem durch waren. Und ja, was ist dann passiert? Dann hat der Dienstleister, Vertriebler, hat dann gesagt, so was sinngemäß, Zitat, gibt es noch irgendwas, was wir Ihnen so noch Gutes tun können? Gibt es noch etwas, was wir Ihnen Gutes tun können? Ja, das war der komplette Pitch. Ja, also nach all dem, was wir schon an Zeit und in Expertise und alles investiert haben, schon der zweite Call, es war letztendlich wie so ein kleiner, ja, unverbindliches Kennenlernen-Workshop-Call, ja. Und letztendlich geht es immer darum, den nächsten Schritt zu verkaufen, ja. Ansonsten, wenn ich schon den Jobtitel habe, Sales, ja, irgendwas, Sales Manager, Sales Consultant, Sales Spezialist, Sales Accounting Manager oder irgendwas, ja, ist egal. Also wenn ich irgendein vertriebliches Element in meinem Berufstitel habe, in meiner Berufsbezeichnung sich befindet, ja, dann, auch dann darf ich verkaufen, selbst wenn ich jetzt, auch wenn das nicht der Fall wäre, aber dann ist das sogar meine Haupttätigkeit. Ja? Letztendlich jeder Person in einem Dienst, bei einem Dienstleister, der Kundenkontakt hat, auch die ganzen Techies, die Architekten, die Lead-Architekten, die Softwareentwickler, die Frontend, die Backend oder wer auch immer Kundenkontakt hat, ist letztendlich, zeigt Gesicht auf Kundenseite, auch diejenigen, die da vor Ort programmieren und arbeiten müssen, und sind ein Element des Verkaufens. Ja, ist ja ganz klar, ne? Sind das Aushängeschild des Dienstleisters. Ja? Und alles, was die tun, trägt dazu bei, den Dienstleister zu verkaufen. Ja? Und wenn ich aber dann schon letztendlich meine Kernaufgabe beim Dienstleister Vertrieb ist, ja, nichts anderes. Ich meine, meine hundertprozentige Aufgabe, mein Fokus liegt im Vertrieb. Ja, und das ist dann meistens so eine Kombination von Beratung und Vertrieb. Ja. Aber wenn ich schon so einen Titel habe, dann muss ich auch irgendwann mal pitchen. Ja, dann muss ich auch irgendwann mal sagen, so, mein lieber Kunde, wir haben jetzt ABC durchgesprochen, sind ja schon einen Schritt weitergekommen, wie wollen wir denn verbleiben? Mein Vorschlag wäre, ja, das heißt, man kann zum Beispiel hier, also mein, das ist jetzt nur mein Vorschlag, ja, mein Vorschlag wäre jetzt, ganz interessant, ja, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Das ist also kein Hard Sale, keine Aufdringlichkeit, kein gar nichts. Das ist einfach nur ein Vorschlag. Wenn ich einfach, was ist denn da, ist ja nichts dabei. Ne? Wenn ich jetzt sage, selbst wenn ich also null aufdringlich sein will, also null das Gefühl geben will, den Kunden, dass ich was verkaufen möchte, dann kann ich doch wenigstens sagen, lieber Kunde, wir sind jetzt eine Stunde investiert oder schon das zweite Mal eine Stunde investiert, haben jetzt ABC durchgesprochen, das sieht sehr vernünftig aus. Sie waren soweit auch zufrieden mit dem, was wir hier besprochen haben. Mein Vorschlag wäre, dass wir als nächsten Schritt einen Anforderungsworkshop, da Sie zum Beispiel noch nicht so hundertprozentig sicher sind von dem, was in Ihrer Ideensammlung zusammengetragen wurde, wäre mein Vorschlag ein Anforderungsworkshop, der dauert ungefähr 2 Tage mit 2 Leuten von uns, kostet insgesamt 16.000 Euro. Wie hört sich das an, lieber Herr Kunde? Frau Müller, Herr Meier? Und dann sagen die, ja, passt. Oder passt nicht. Und dann, wenn nicht passt, dann sage ich, okay, Herr Müller, Meier, mal gesetzt im Fall, was soll ich dann sagen? Okay, Moment, jetzt bin ich rausgekommen. Ja, und nach so einem Call, und ich war ja in dem Call drin, kann ich dir sagen, zu 80-90% der Fälle sagen die ja, klar, können wir machen. Ja. Das ist sogar in der Erwartungshaltung. Der Kunde erwartet doch, dass du als Dienstleister, Experte, ja, so wie, das ist,
wie du dich positionierst. Du positionierst dich als Experte, als Dienstleister. Und dann erwartet der Kunde, dass du den Kunden an die Hand nimmst und führst. Und das gilt auch für die Einleitung des nächsten Schritts. Und dass das irgendwann mal dass irgendwas Bezahltes sein wird. Das ist selbstverständlich. Also, halt, warum die Zurückhaltung? Du kannst ganz höflich sagen, mein Vorschlag wäre, nächste Workshop 16.000 Euro. Und dann hast du zumindest schon mal den Invest, ja, für den ganzen Lead-Prozess bis dahin, die ganze Sales-Opportunity, ist ja Geld reingeflossen. Du hast vielleicht jemand beauftragt, so wie mich, oder der die Opportunity rangezogen hat und den Lead nochmal aufgewärmt hat. Du hast da 1, 2, 3 Mitarbeiter, die da mitgewirkt haben. Du hast da einen Techie drin gehabt, einen Programmierer, einen Lead-Architekt in der Stunde, der hat Geld gekostet und so weiter und so weiter. Und dann hast du wenigstens schon wieder irgendwie bist schon mal break-even mit diesen Kunden. Und ein weiterer ganz, ganz wichtiger Faktor ist, es gibt eine goldene Regel, ein Kunde, der schon mal gekauft hat, egal für wie viel, selbst nur für 1 Euro, ja, das ist die sogenannte 1-Euro-Regel im B2C, es gilt im B2B aber ähnlich. Ein Kunde, der schon mal gekauft hat, kauft wieder mit einer 7 bis 12 Mal höheren Wahrscheinlichkeit. Ich weiß nicht genau, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Oder was ist 3 bis 4 Mal? Ist egal. Auf jeden Fall mit einer wesentlich höheren Wahrscheinlichkeit kauft dieselbe Kunde wieder. Ja, ist so. Ja. Also es gibt überhaupt keinen Grund, ganz im Gegenteil, hier nicht proaktiv, auch noch als Vertriebler, also wenn ich mich auch noch Vertriebler nenne, ja, in einem Unternehmen, ja, einfach zu sagen, mein Vorschlag wäre, bezahlter Workshop, fertig. Ja? Und das sind halt so Sachen, wo ich mir immer wieder frage, okay, wenn ich jetzt als Dienstleister, so meine Dienstleistung ist ja, dass ich quasi solche Opportunities generiere, zum Beispiel für große Systemhäuser, SAP, Oracle, Adobe, Salesforce, egal was, egal in welchem Bereich, ne? Also ist auch wirklich wurscht, dann frage ich mich halt, okay, ja, manchmal sage ich echt, what the fuck, weil ich weiß nicht, wofür habe ich jetzt quasi all die Arbeit da reingesteckt, wenn die einfach den Kunden nicht hier wenigstens mal in einen bezahlten Workshop reinverkaufen. Ja? Die weitere Gefahr, die dritte Gefahr ist dann letztendlich der dritte Punkt, ist, dass wenn jetzt kein bezahlter Workshop folgt, dass das Ganze wieder verläuft. Ja, und es war in dem Fall auch der Fall, dass der Kunde dann gesagt hat, naja, wir wollen auf jeden Fall nochmal 2 weitere Dienstleister ranziehen, obwohl ich der Erste war. Ja. Für dieses Gespräch. Also wir waren die Ersten in der Pull Position. Ja, also ganz wichtig. Ja. Und das ist schon auch teilweise, wo ich auch echt sauer bin manchmal dann. Ja. Pull Position. Warum ist es so wichtig? Weil in der B2B-Welt, mein Lieber, und das wissen eigentlich auch alle, ist es ja so, dass letztendlich du als Marketingleiter, IT-Leiter, whatever, you name it, ja, die Verpflichtung hast, immer mindestens 3 Leute zu vergleichen, 3 Dienstleister. Also du willst irgendwie 1 Million Euro ausgeben für irgendein Projekt, Softwareprojekt, und dann musst du mindestens 3 Dienstleister in die engere Auswahl nehmen, weil sonst sagt sich der Vorstand oder die Geschäftsführung, du hast ja nur mit einem Dienstleister gesprochen. Bist du mit dem verheiratet oder was? Ja? Arbeitet dort dein Schwager oder deine Nichte oder dein Cousin oder so? Ja? Das heißt, um Neutralität zu gewährleisten, um deinen guten Job letztendlich, selbst wenn du einen Favoriten hast, musst du noch 2 weitere Dienstleister ranholen. Und deswegen ist es so wichtig, in der Pole Position zu sein, um dich dort sozusagen, ja, dir die Pole Position zu geben, desto höher, desto wesentlich wahrscheinlicher, dass du diesen Auftrag gewinnst. Ja? Und deine Pole Position, ja, die festigst du, ja, indem du ja einen bezahlten Workshop mit denen über die Bühne kriegst, ja. Und es gibt so viele Vertriebler da draußen, ich persönlich verstehe das nicht. Die sagen, ja, wir wollen dir nichts aufdrängen, ja, wir wollen dir nicht drängeln und so, sonst können wir den irgendwie vergraulen. So ein Blödsinn. Da geht es um ein Riesenprojekt, ja. Die sind sowas von dankbar. Wenn du denen einen wirklich guten Anforderungsworkshop bietest, wo du denen so viel Mehrwert bietest. Und ganz ehrlich, ich persönlich, wenn ich zum Beispiel Kunden gewinne, für mich zum Beispiel kleinere Softwareentwickler in letzter Zeit zum Beispiel,
die einfach null Plan haben, wie sie in den Markt reingehen sollen und irgendwie sich ihre Selbstständigkeit irgendwie aufbauen sollen und so weiter. Und dann sage ich, okay, wir können 6 Monate zusammenarbeiten, ich coach dich, ich unterstütze dich in jeder Art und Weise. Ich habe auch viele Partner, die ich in Facebook und was weiß ich überall unterstützen können. Das ganze Paket kostet so und so viel. Dann schlucken die mal, kann ich nicht. Ja, dann sage ich, okay, Vorschlag, wie wäre es denn mit einem Workshop? Ja, Positionierungsworkshop, ja. In der Regel ist es ein Positionierungsworkshop, weil damit strugglen die meisten. Da kostet ein paar hundert Euro. Ja? Also mein Positionierungsworkshop aktuell ist 950 Euro, dauert 2 bis 3 Stunden. Ja? Und dann sagen die, ja okay, das mache ich. Ich habe noch nicht ein einziges Mal einen Kunden gehabt, der gesagt hat, sofort, ja, das mache ich. Und warum? Weil wir hier um ein ganzes Paket sprechen, das 100.000 Euro wert ist. Ja, okay, das ist too much, aber der Workshop für 950 ist kein Problem. Und genauso ist es da auch. Ich will ein Kundenportal, ein E-Shop, wir haben schon, sagen wir, das kostet ungefähr 300.000, 500.000 Euro, bis 2 Millionen, Open-End, ja. Und das Ganze haben wir durchgesprochen und so weiter und so weiter. Und der aktuelle Need, der aktuelle Painpoint ist so groß im Anforderungsmanagement. Ja. Die sind noch orientierungslos, mehr oder weniger. Das ist so häufig der Fall. Und wenn ich das weiß und ich biete denen, wir reden hier von Beträgen von 500.000 Euro, allein nur für den Proof of Concept. Und wenn ich denen jetzt ein Workshop anbiete für 16.000 Euro, das ist im Vergleich zu 500.000 null, nix, gar nichts. Dann sagen sie sofort ja. Und jetzt kannst du sagen, okay, das ist ein Pillepalle-Betrag, oder kannst du sagen, das ist zu hoch, spielt keine Rolle. Es geht nur darum, dass mal Geld geflossen ist. Es ist ob das jetzt 16.000 sind oder 4.000 oder 12.000, ist auch scheißegal. Weil der hinten raus der Kunde 500.000, 1 Million oder 2 Millionen bringt. Also der Preis dieses Anforderungsworkshops ist auch scheißegal letztendlich. Es ist, also zum Beispiel bei mir ist es auch fast scheißegal, ob ich meinen Positionierungsworkshop für meine Kunden zum Beispiel, ob ich da jetzt sage, der ist 500 oder 1.000 Euro, ist letztendlich für mich auch scheißegal. Mir geht es nur darum, dass dieser unbedingt stattfindet, dass Geld geflossen ist. Weil jeder bereits einmal gezahlte Kunde mit einer viermal, ich glaube, es ist eine 4- oder 6-mal höhere Wahrscheinlichkeit, gibt es ewig viele Studien drüber, höhere Wahrscheinlichkeit zum weiterhin zahlenden Kunden wird. Es ist einfach so, ja. Du bist einfach einmal angefixt, ja. Das ist eine psychologische Geschichte, ich will jetzt hier nicht zu stark in irgendwelche Psychologie reingehen. Und deswegen nervt mich das teilweise so, wenn da draußen ganz offensichtlich keine Einzelfälle sind, ja, also irgendwie Dutzende von Vertriebler ganz offensichtlich da draußen sind, bei Dienstleistern, die Dienstleistungen, also Produkte und Dienstleistungen verkaufen wollen, in Millionenhöhe und es nicht hinbekommen, einen simplen, banalen Workshop zu pitchen für ein paar tausend Euro. Also da befürchten, dass sie zu pushy sind oder sowas. Ne? Es könnte ja den Anschein haben, ich wolle was verkaufen. Oh, in meinem Jobtitel steht zufällig Sales. In meinem Jobtitel steht zufällig Vertriebsleiter oder irgendwie sowas. Oh, seltsam. Ja, ich hoffe, das wird jetzt hier nicht irgendwie falsch genommen oder wer auch immer du bist, der das Video sieht. Ich will damit wirklich nur helfen. Ich will ja nur, dass du erfolgreich bist, denn alles andere interessiert mich nicht. Ich bin absolut besessen davon, dass meine Kunden, in dem Fall du, der noch vielleicht gar nicht mein Kunde ist, ja, wer auch immer hier gerade auf YouTube mein Video schaut, aber dass jeder, der dieses Video schaut, erfolgreicher wird. Denn nur so werde ich erfolgreicher. Ja? Ich bin ja auch nur ein Dienstleister und Coach und das Einzige, was meine Existenz garantiert, ist der Erfolg meiner Kunden.
Und nur deswegen ist der einzigste Grund, warum ich dieses Video mache und so offen und ehrlich mit dir diskutiere und kommuniziere das Ganze. Ja? Und ich mache das lieber hier quasi anonymisiert auf YouTube, als dass ich es offen anspreche, insbesondere wenn ich keinen Coaching-Auftrag habe, weil da bin ich auch schon oft, habe ich mir die Finger verbrannt, bei großen Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern, wo ich dann gesagt habe, warum, wo war der Pitch? Ja? Und dann hat man das in die falsche Kehle bekommen und dann hat man quasi hintenrum dafür gesorgt, dass ich den schwarzen Peter zugeschoben bekomme, weil ich da irgendwas kritisiert hätte oder was auch immer. Also auf jeden Fall, da muss man auch ganz schön aufpassen. Ja? Na gut, ich hoffe, das ist wirklich nur ein gutes gemeintes Video. Na, ich schleife mich hier ins Büro Freitagabend um 18 Uhr. Ich hätte auch Besseres zu tun. Ich will schon seit 3 Monaten will ich mir Walt Disneys, Obi-Wan Kenobi will ich mir anschauen und ich finde keine Zeit dazu. Anstelle, dass ich mir Obi-Wan Kenobi auf Disney Channel Plus anschaue, mache ich hier dieses verdammte Video. Ja? Also nur mal zur Information, welche